Auf geht's zum Flughafen. Mit einem Gegenstand, der dort nicht erlaubt ist. Was könnte das wohl sein? Das Skateboard. Ich glaube, Skateboard ist auf dem Flughafen nicht erlaubt, ne? Da darf sie ja sowieso nichts haben, ne? Kein Messer, keine AK-47, keine Nagelfeile, keine alkoholischen Getränke. Ich weiß gar nicht, was überhaupt mit dem das und nicht mit dem Gas. Ich war doch noch nie im Flughafen, ich bin doch noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Also wenn ich da mal irgendwann hinkomme oder so weiter, ich glaube mich, wenn sie das mal rausholen, sagen, das darfst du nicht mitnehmen, das darfst du nicht mitnehmen, das darfst du nicht mitnehmen. Und das darfst du nicht mitnehmen, du darfst gar nichts mitnehmen. Okay, das wollte ich nicht, tut mir leid, sorry. Okay, das ist ein Koffer. Ich wollte schon gerade fragen, was für komische Koffer muss ich eigentlich einsammeln? Also ich muss auf jeden Fall, ja genau, wie das geht einsammeln. Komm, das ist easy. Denn die Dinger sind einfach immer leicht zu finden. Leuchtet ja auch schon blau, ne? Skate, was tut es? Blau leuchten, oh, wo ich den mal finde. Ach, das ist das. Ich glaube, das ist das Ding, wo ich die Nussplanzeit dran machen muss, ne? Das ist die Frage. Hallo, ich brauche Skate. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Meine ich doch, ich habe das eh gesehen. Oh, jetzt treffe ich das nicht. Willst du mich verarschen? Komm hier, du Blöse. Bist du in der Mitte, Mann. So, jetzt probiere ich nochmal links hier, Punkte zu machen. Punkte, gleich mal abhaken, die Scheißpunkte. Was mache ich denn hier? Oh, ist geplant. Es gibt Punkte. Nur 37.000. Wie viel brauche ich eigentlich? 200.000 bestimmt, ne? Locker 200.000. Grind los. Nein, grind los. Grind los. Eigentlich war das schon fast gut, wie ich es am Anfang gemacht habe, ne? Immer grinden und dann runter und dann wieder. Genau, dann einfach hier scheiß Half-Hypes nehmen und... Ah, genau. Am besten... Genau, siehst du, genau, Hammerscore 200.000. Ich wusste es. So, dann noch Nussplanzeit. Ich glaube, Nussplanzeit war hoch, glaube ich. Grind-Taste. Und das wird das Schild hier gemein. Ja. Jetzt treffe ich natürlich nicht. War ja klar. Sonst wüsste ich nicht, welchen Airport-Schild das Spiel meint. Ich sage, ich weiß nicht mehr alles von damals. Nussplanzeit. Draußen. Ja, es war das Schild. Sehr gut. Meine Gedanken haben mich nicht verlassen. Sonst muss ich mir nachher im schlimmsten Fall doch ein Dings angucken, ne? Hier ein Walkthrough oder irgendwie ein anderes Let's Play. Es gibt 100% die Let's Play vor diesem Dodox-Bus geht 1. Jetzt ist 1. Der es gespielt hat. Schafft die fahren, find das verlorene Pickleback, rein am Flugzeug. Flugzeug. Find das versteckte Tape. Ich hab das nicht gesehen. Die Ziele, die Fahnen waren ganz am Ende gewesen. Und das Gepäck, das habe ich ja einfach rumfliegen sehen oder rumliegen sehen, ne? Ich glaube, genau, muss ich irgendwie nach links oder rechts, genau, da war ja was. Guck mal, am meisten finde das Gepäck. Ich kick's aber irgendwie einfach nur um. Was ist das für ein Finden? Ich bring's nicht zurück, ich nimm's nicht mit, ich kick's einfach nur um. Stumpf. Der Statistikpunkt ist ja auch geil gelegt, ne? Oh nein, wie soll ich da noch rankommen? Oh, es war so, ach so, okay, das ist das Flugzeug. Okay, springen reicht nicht. Kaputt machen, kaputt machen. Oh. Ist hier noch irgendwo ein Koffer? Da muss ich zurück und dann Koffer. Ist da oben Koffer drauf? Hallo? Ah, ne, das ist so komische Sirene, okay. Ich bin der Meinung, muss ich zurück. Gar nicht. Ich glaube, in der. Auch wieder in der Next-Gen-Fassung ist hier, glaube ich, ein Paket oder ein Koffer gewesen. Dass du hier zurückfahren musstest. Mann, ich sage, es ist schlimm. Naja, und ich will ja auch noch die Next-Gen-Fassung spielen, ne? Das Lustige ist, wenn ich die wahrscheinlich spiele und da irgendwas nicht hinkriege, dann schiebe ich auch wieder auf das auf irgendetwas anderes. Und denke, ja, das ist lange her, jetzt habe ich die PlayStation 1-Fassung abgelenkt, sodass ich das nicht mehr weiß oder... Keine Ahnung, Ausrede hier einfügen. Aber bin ich doch gar nicht Meister der Ausreden. Dafür habe ich doch meinen Kollegen, das ist der Meister der Ausreden. Ja genau, wenn du diesen Part guckst und mich jetzt hier reden hörst, weil manchmal guckt er meine Videos, warum auch immer... Kannst du dich angesprochen fühlen, du Arsch? Ein liebesvolles Arsch. So, zurück zum Spiel und nicht zur Realität. Die Fahne, ich glaube, das kriege ich jetzt nicht hin, oder? Oh, einfach rauf auf die Fahne. Ja, das wird nichts. Okay, Laufbetten. Schnapp die Fahne. Ja, gleich. Meiner Flugzeug. Ja, das habe ich gesehen. Und das Tape, das ist... Ich glaube, das ist nicht mehr wirklich hart versteckt. Ich glaube, das war einfach nur rechts. Da, einfach nur rechts hier rein. Oh mein Gott, da kann man reinfahren. Wer wusste denn das? Okay, jetzt ist das Deck einfach nur drinne. Stopp, und ich springe darüber.
Nice. Neues Deck. Ach ja, ich glaube, Decks machen die auch besser, ne? Musste ich die dafür wechseln oder waren die einfach automatisch besser dann? Weiß ich gar nicht mehr. Über die Kontrolle gesprungen. Okay, nein, du musst diese komische Halfpipe hier benutzen oder Mini-Halfpipe oder was auch sein soll. Siehst du. So, Grind am Flugzeug, ne? Hatte ich gehabt. Muss ich irgendwas Besonderes machen? Ein Spezialtrick oder einfach nur Grind? Einfach nur Grind. Alle, Hofsasa! Das war Grind. Und jetzt. Ja, das hat mir irgendwie schon was gedacht. Dann fällst du hin. Also zur anderen Seite oder abspringen? Ich wollte nur das Gap. Das Gap? Siehst du, ja, das ist problematisch eigentlich gewesen, dass man eben nicht richtig ankommt auf dem Boden und immer umfällt. War geplant. Stimmt, mit hoch und runter macht er dir ja einen Spezialtrick. Warum kam eigentlich Bamba Jera so spät in die Tony Hawk-Reihe? Das versteckt sie. Lizenzprobleme? Haben sie nie gefragt? Wollt ihr einfach nie den Tony Hawk spielen? Keine Ahnung, weil der ist ja auch eigentlich schon relativ lange Pro Skater gewesen, ne? Glaube ich. Da war ja jemals Pro Skater? Weiß ich gar nicht. Tut mir leid, so gut Gaming mit Bamba Jera nicht aus. Shit, shit, shit. Wie komme ich denn da hin? Weil ich grinde die ganze Scheiße längs. Oh, ich habe mir zu wenig Zeit gegeben. Zu wenig Zeit. 3 von 5 fahren. Das wird nichts. Ja, super. Die hätte ich auch noch gekriegt, aber es hätte auch nichts gemacht. Es fehlt immer noch eine. Es fehlt immer noch eine. Wow. Komme ich denn? Ach so. Ich wollte sagen, wie komme ich überhaupt zum Tape hin? Ich glaube, ich muss in der Mitte da hinten einfach nur hochspringen, ne? Kann das sein? Einfach jetzt so straight durchfahren, ne? Keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ich muss mich hier... Ich muss Speed sammeln. Ich muss hin zum Dings hier, zum Ende. Ach da, guck mal, das ist auch ein Statistikpunkt. Später. Dich hole ich mir später. Also komm, das versteckte Tape. Tape. Die Leute wissen noch gar nicht, was es ist. Ich weiß gar nicht. War es nicht sogar gewesen, dass nachher statt einem Tape... Ah, fuck. Dass statt Tape die DVDs waren oder so. Findet ihr die versteckte DVD? Ich glaube ja. Oder war es bei einem anderen Spiel gewesen, was irgendwie Tony Hawk mehr oder weniger, naja, nachgemacht hat, ne? No, fuck. Ever, du springst auf das Ding rauf und grindest zuvor und springst wieder, dass du dann darauf kommst oder du triffst. Hm, was ist schwerer von den beiden? Ah, ich glaube, das, was ich hier versuche, das ist schwerer. Nimm doch die Fahnen! Ah, das wird ja sowieso nichts mehr in einer Minute. Nein, nein, Na, oben, los. Da oben, diesmal aber. Einfach treffen. Du musst einfach nur treffen. Ich treff die scheiß Mitte einfach nicht. Nicht genügend Power. Hast du, ich muss dich noch mehr upgraden. Aber kannst du auch Rolltreppe hochfahren, alles klar. So. Punkte, genau. Spezialleiste, komm. Kala Karacho. Volle Karacho springen und geschafft. Und volle Karacho, scheiße, ich muss nach rechts springen. Fuck. Fuck. Oh, dieses Lied, ey. Blitzkrieg Bob. Dieses Liedchen ist in Deutschland nicht verfügbar. Oh nein. Stimmt. Ah Gott, wenn falls das passieren sollte, dass ich hier einen Strike kriege und das Video nicht mehr in Deutschland verfügbar ist, dann muss ich das Video rauslöschen. Oh. Also YouTube kriegt das ja schon relativ gut hin, dass er das Audio raushaut. Also das Lied rausschneidet, aber mich noch zu hören ist. Dann ist die Qualität natürlich insgesamt schlechter, aber der Strike ist weg. Man muss auch sagen, automatisch ist gar nicht so schlecht, was YouTube da kann, ne? So, komm. Ja, perfekto mundo. Jetzt haben wir sogar noch 1 Minute Zeit. 1 Minute Zeit. Ich muss ja nur ein paar Blitzkrieg-Fahnen kriegen. Scheiße, die wollte ich doch haben. Ja, ich fahre gleich hier hin. Einmal ein Wallboy machen. Ah, dann gleich hin wieder hinfallen. Gab's auf der anderen Seite nicht auch keine scheiß Halfpipes? Eines von 2 fahren, 2 von 3 fahren, 5 von 6 fahren. Das laber ich denen für eine Scheiße. Komm, nächste Fahne. Ah, hier, komm.
Mexiko! Ist das Mexiko? Ich glaube ja. Mexiko, Mexiko! Das ist keine Ahnung. Komm nochmal, jetzt sind wir noch ganz oben. Ganz oben. Und ein bisschen Geschwindigkeit ansammeln. Aufsammeln, einsammeln. Hey, Gogos! Shit, 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 ich bin zu niedrig. Noch ein bisschen nach oben. Dö, dö. Und in die Mitte halten. Dö, dö. Und schon habe ich es geschafft. Mann, bin ich toll. Gott, ey. Ja, alles klar. Springen wir mal von der Wand ab. Wollte ich so. Geplant. Wie komme ich hin? Ach so. Wie komme ich denn noch da oben? Ein bisschen Idiot. Genauso, was du gerade eben gemacht hast. Bloß eben, ja. In der Seite. Nicht so langsam, nicht so langsam. Ja, ja, brav. Und abspringen und... Gewonnen. Ja, jetzt kommt mal was nächstes Lied, okay. So, viel kann mir ja nicht mehr fehlen hier auf diesem Flughafen. Das ist ja nur das Ding da hinten, ne? Also hier oben. Das ist ja easy. Da musst du einfach nur machen und dann... Okay, Lust da treffen solltest, ne? Also, die Geschwindigkeit hat nicht gereicht. Da müssen wir wieder das Übliche machen. Na, Geschwindigkeit. Ich bin so schnell. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Geschwindigkeit. Oder kann ich grinden oder so? Keine Ahnung. Ich probiere weiter. Klappt. Klappt. Und das war's. Das war's. Geschafft. Oh Gott. War hier Speedrun oder was? Guck mal, 11 Minuten. Das ist sogar noch weniger als das letzte Level. Und da habe ich schon gedacht, ich brauche lange. What the fuck? Nice, Dice, das muss gespeichert werden. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich glaube, das ist sogar wieder eine Competition. Oh, 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 da wisst ihr ja wieder. Leicht, leicht, leicht Punkte zu machen. Und ich werde wieder locker, locker Erster. Aber ich werde bestimmt wieder diese blöden Statistikpunkte nicht vergeben, wenn das wieder zu verwickeln.